So, im nächsten Beitrag geht es um die Traunstein-Ralle, die sich aber zwischenzeitlich zur Yeti-Ralle entwickelt hat. Wir sind hier auf 1300 Meter Seehöhe in der Grünau bei einem Skilift und wir frieren furchtbar. Der Allrad ist nötig, die Versorgung kommt demnächst und die Leute sind allerdings trotzdem begeistert. Und wer noch nicht beim Bundesheer war, hat heute hier 4 Monate Grundausbildung extra gemacht. Auch heuer lud das Esthofer-Team wieder zur traditionellen Traunstein-Rallye nach Pinsdorf bei Gmunden ein. Herbert Feichtinger, auch genannt Mr. Land Rover, organisierte wieder in Zusammenarbeit mit dem Welser Allrad Trainingszentrum eine tolle Veranstaltung. Die Vorbereitungsarbeiten waren gewaltig. Ich war, ich glaube, nicht dreimal herinnen, ich war mindestens 4 oder 5 Mal mindestens herinnen und habe versucht, einfach ein Gelände zu finden, wo man nicht jederzeit reinfahren kann. Alleine die Mautstraße zu bekommen, dass man dort drauf darf, bedarf natürlich gewisser Vorbereitungen und Leute zu kontaktieren. Und auch die Überquerung vom Kasberg war nicht ganz einfach. Die Starterfahrzeuge umfassten die gesamte Palette des Offroad-Sektors. Vom klassischen Landy und Jeep bis hin zum Dodge Ram machte sich die Kolonne Richtung Grünau auf den Weg. Dies in Minutenabständen, wo Heli Moser den Starter spielte und so manchen wertvollen Insider-Tipp mit auf den Weg gab. Den ersten Boxenstopp mit Reifenwechsel gab's bereits beim offiziellen Start. Hat etwa der Silberfuchs in den Schlauch gebissen? Die Ursache ist, dass der Reifen blott ist. Aber was darf man denn sonst? Geländefreaks helfen sich ja immer untereinander. Dieses Mal auch bei einem Discovery, dem allerdings die Luft zu knapp wurde. Aber das ist halt so, unter Landy-Fahrer hilft man sich gegenseitig. Man weiß nie, wann es an der klingt. Ohne Navi war es nicht so leicht, die Etappe zu finden. Auch hier wurde auf Kameradschaft großen Wert gelegt. Das sind die kleinen einbauten Tricks mit der Umleitung und die kleinen Wörter, was auf dem Roadbook draufstehen, ja, der Alm entlang oder drunten rum, ja, da hapert es dann. Da muss man aufpassen, dann findet man schon her. Eine Nagelprobe stand ebenso am Programm wie auch das Dosenschießen aus dem Auto. Wunde Finger gab's keine, dafür wenige Treffer auf die Zieldosen, die einfach nicht fallen wollten. Zum Tierpark, unsere erste Station, war der Weg dann leicht zu finden. Mit Spürnase und Geschick war einer der schönsten Tierparks Österreichs gleich gefunden, also die Strecke doch gut markiert. Eine Eintrittskarte lag bereit und die Fahrt in die schwindelerregende Höhe ohne Leitplanken am Wegrand war nun angesagt. Nebel, Regen und leichter Schneefall überraschte einige der Starter. Doch mit Allrad und Geschick wurde auch die Hochbergstrecke gemeistert. Ich hab da selber vorbeigefahren schon, gell? Ich habe vor lauter Nebel nicht gesehen. Selbst Jeep-Freak und auch schon Offroad-Luft geschnuppert? Ja, habe ich bereits und ich bin schon lange ein Jeep-Fan. Also ist eigentlich eins meiner Lieblingsgeländeautos. Ja. Diese Aussage von Jeep-Fans relativierte sich jedoch beim Anstieg. Denn das Schlussfahrzeug von Heli Moser, der CJ7, ging ungeheizt ins Rennen. Naja, jetzt haben wir nicht gefeigt. Ja, auf jeden Fall. So schnell waren wir nicht dort. Nein. Dass der klassische Defender einen Radeinschlag wie eine Straßenbahn hat, fühlten einige der Starter. Denn ohne Fehler im Parcours durchzukommen, war nur einem Teilnehmer gelungen. Wir sind in ganz Europa unterwegs damit, wir haben Offroad-Erfahrung, also es war
keine große Herausforderung. Es hat den ganzen Tag recht viel Spaß gemacht und der Regen hat dem eigentlich nicht geschadet. Es war einfach ein lustiger Tag. Die Frage nach einem heiligen Becher in einem Martal entlockte vielen den Ausspruch: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Bock oder Bauer war die Devise beim Meckerlzählen und da war die Damenwelt besonders schlau. Wir haben den Bauern getroffen, der die Ziegen und einen Bock hat. Und der hat uns ganz genau sagen können, wie viele Ziegen und dass er nur einen Bock hat. Und er hat gesagt, die Ziegen und der Bock sind heute im Stall drinnen. Aha. Ja, und wie er heißt, wissen wir auch. Der Bock oder der Bock oder der Bauer? Der Bauer. Na gut, das kann man so oder so auslegen. Ja. Den Abschlusstest absolvierte man bei Esthofer und ein zufriedener Mr. Land Rover meint: Bei Land Rover werden die Marktanteile im Bezirk auch immer stärker, weil wir uns bemühen. Und ja, hat sich niedergeschlagen jetzt auch bei der Traunsteinrallye, dass wir so viele Teilnehmer gehabt haben. Sehr positiv. Heute furchtbares Regenwetter. Am Berg hat es sogar leicht geschneit, jetzt wieder Sonnenschein. Haben Sie dieses Land Rover-Wetter bestellt? Naja, wenn man es bestellen könnte, war es natürlich eine tolle Geschichte, aber es hat, glaube ich, alles gepasst. Also wir haben wirklich alles dabei gehabt, vom Sonnenschein bis Schneefall. Und ein Land Rover-Fahrer macht das halt nichts. Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? Wie immer, sehr gut. Wir waren jetzt zum dritten Mal schon dabei und ich muss sagen, es wird jedes Jahr besser, also weiter so. War super. Als Wirt mit einem Pickup, einer Konkurrenzmarke bei einer Land Rover Veranstaltung und trotzdem den fünften Platz, spricht das für den, denen das Auto geborgt hat? Naja, es gehört schon der Beifahrer auch dazu. Natürlich ein bisschen Mut und Kaltschnäuzigkeit. Und dann wird das alles eine super Mischung und dann passt es einfach. Das Wetter spielt mit und ja, dann ist das natürlich recht eine feste Sache. Unbestätigte Gerüchte lauten bereits, dass die nächste Traunstein-Rallye schon wieder vororganisiert wird. Das war die dritte Traunstein-Rallye hier von Binsdorf in die Grünau und zurück. Und alle Leute, die hinter mir stehen, sind Fixstarter bei der nächsten Camel Trophy, die das Autohaus Esthofer vielleicht sponsern wird.